sofort die Suche aufgegeben, weil wir einfach zu gut beschützt waren. Zu gut. Moment. Vielleicht soll ich doch nochmal zurückgehen und nochmal jemanden überfahren. Dinge, die nur in GTA 2 Sinn machen. Ich muss mal nochmal zurückgehen, um jemanden zu überfahren. So. So, und dann gehe ich hier rüber. Ab auf den Gehweg. Und. Ups. Und. Wir sind wieder alle Freunde. Oder naja, nicht Freunde, aber eher so ein bisschen so. Also, der hat mal irgendwie mich blöd angeschaut, aber andererseits finde ich seine Schuhe ganz cool. Ich muss aber jetzt aufpassen, dass ich hier niemanden überfahre, weil das wäre sonst ein bisschen blöd. Ja. Wobei wir ja wissen, wie schnell das in dieser Gegend geht mit dem Überfahren und Überfahren werden, ne? Wir wissen das. Ja. So, hallo? Zweite Delegation. Ja. Okay. Und jetzt zum SRS-Wissenschaftszentrum bringen. Ja. Ich meine, eigentlich müsste es ja, ist es jetzt ja in Ordnung, wenn ich jemanden überfahre, weil sie werden mich danach eh hassen. Aber ich mach's trotzdem nicht, weil ich muss es ja nicht herausfordern. So. Ja, kann ich mal kurz vorbei? Danke sehr. Danke, danke, danke. So. Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Danke, danke, danke sehr. Danke, danke. So. So, so. 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 Ach, oh, ja, genau. Ach, fuck, wo muss ich denn jetzt hier hin? Hallo, hallo? Nur weil du eine Waffe hast, heißt das... Genau. Nur weil du eine Waffe hast, heißt es nicht, dass du dich hier irgendwie rausschleichen könntest. So. So, die Leute im Bus finden das total normales Busfahrerverhalten. Ein hoch auf unseren Busfahrer, 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 ein hoch auf unseren Busfahrer, 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 ein hoch auf unseren Busfahrer. Ich hör auf. So. Die finden es natürlich auch total normal, dass sie gerade hier rausgelassen werden. So. Super. Und natürlich, den Rednecks ist total egal, dass Leute gestorben sind. Das ist ihnen alles total egal. Hä? Gerade habe ich doch noch... Hä? Gerade hatte ich doch plötzlich irgendwie ein bisschen Plus-Respekt. Und der ist jetzt wieder, also bei den Gelben und ein bisschen Minusrespekt bei den Zaibatsus. Das ist gerade wieder runtergegangen. Hat es etwa, Moment, den Tod von den Zaibatsus, also die, dass ich die Mission gemacht habe, als Minuspunkte für Zaibatsu angesehen und der Tod von Redneck wieder als Pluspunkte für die Zaibatsus angesehen? Interessant, aber das würde nicht erklären, warum ich plötzlich wieder keine Plus... Ist auch egal. Ich nehme die zweite Mission, die kennen wir ja auch schon. Stehle ein Taxi. Ja, ich kann hier nicht hochspringen, aber wir sehen schon ein Taxi hier. Hallo, ich will hier... Hallo? Hallo? Entschuldigung, ich muss hier mal kurz... Hallo? Moment, Moment, Moment. Ich bin übrigens der ein Olympia-Weitspringer. War bei den Olympischen Spielen für... was weiß ich, Istan. Und hab immerhin die Goldmedaille geholt. Zweimal. Hallo? 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 So. Da. So. Guck. So. Wundervoll. Eine Goldmedaille im Dings machen, im Weitsprung und eine im Leute verarschen. Die kam natürlich nach dem Weitsprung. Ach, eigentlich hätte ich jetzt auch gleich zu den Zaibatsus gekonnt, aber ist auch egal.
So. Hallöchen. So. Nummer 2 kommt gleich auch. Ups. Ah. Oh, ich glaube, ich habe beinahe in den Polizisten reingefahren. Ja, ich kenne mich in dieser Stadt sehr gut aus. Was hat der Poli... Habt ihr den gerade gesehen, das Polizeiauto? Der ist einfach in die Menge beinahe reingefahren. Also nur beinahe, aber ich meine... Ich sag's ja, die Polizisten hier. Oh, und wir bekommen sogar Geld fürs Taxi... wir bekommen sogar Geld. Taxameter läuft gerade runter. Haha, wie geil. Sehr gut. So, hier ist Nummer 3. Ja, aber bitte nicht rauchen im Taxi, weil das finde ich nicht so doll. So, und weiter geht's. So. Dududum. Das einfach ignorieren. Das war meine Katze. Die ist auch im Auto. Also, wenn irgendwas komisch quietscht oder so, das ist nicht jemand draußen, der stirbt, sondern das ist meine Katze im Auto. Genau. Das und nichts anderes. So. Na? Ja. Die haben schon eine Menge Gottvertrauen, dass sie bei so einem Auto, also bei so einem Taxifahrer einsteigen. Beziehungsweise auch drin bleiben. Wenn sie schon eingestiegen sind. Ich glaube, ich würde da versuchen, bei nächster Gelegenheit irgendwie eine Rolle aus dem Auto rauszumachen. Wenn ich in so einem Taxi drin wäre. Das oder ich hätte schon längst. Na gut, okay, so als Gangmitglied wird man wahrscheinlich nicht die Polizei rufen wollen. Weil dann hat man selber ein bisschen Probleme. Aber, wobei, naja, kommt drauf an, wer weiß. Aber naja, ich bin ja kein Gangmitglied. Oder etwa da. Nee, Spaß, ich bin natürlich kein Gangmitglied, außer natürlich von der Jutebeutel-Gang. Dazu bekenne ich mich aber auch. Ich habe selber 3 verschiedene Jutebeutel. Und wir haben immer noch keine Pluspunkte bekommen. Das finde ich gerade aber sehr merkwürdig. Ist das ein Bug? Ist es gerade irgendwie verbuggt oder so? Moment mal, oder ist es... Moment. Ist es vielleicht... Ah, ich will in das Auto einsteigen. Es wäre ein Wortwitz gewesen. Verdammt, weil das Auto heißt Big Bug. Ich wollte einen Wortwitz machen. Weil Bug und so, haha. Aber da wäre sogar eins gewesen. Na, ist auch egal. Ist jetzt auch egal, aber ich finde es komisch. Aber nur wenn ich über die Leute rüberfahre, dann mögen die mich nicht, oder? Ich meine, ich probiere es jetzt einfach mal. Die ist jetzt nicht festgefroren, die Respektanzeige. Sonst würde ich doch nochmal neu starten. Ich will ja natürlich auch nicht mit einem verbackten Spiel spielen. Na? Das finde ich gerade bizarr. Also wir haben jetzt Pluspunkte bei den Rednecks bekommen, das haben wir. Aber wir haben keine Negativpunkte. Ich will mindestens Negativpunkte haben. Warum auch immer. Ist nicht so, als ob mir das jetzt was bringen würde oder so. Ich will nur einfach testen, dass es funktioniert. Also kommt schon, bitte mal. Das muss euch doch gerade ein bisschen sauer aufstoßen, dass ich hier gerade Leute umfahre.
Macht euch das nicht wütend? So ein bisschen wie der Hulk oder so. Oder vielleicht, wenn sie nicht wütend, dann zumindest enttäuscht. Ne? Ich bin nicht wütend, aber ich bin enttäuscht. Ne? Macht es das, passiert es nicht? Nee. Doch, macht es. Gut, dann sollte ich vielleicht jetzt... Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um abzuhauen. So, und ich wollte nach wie vor diese Mission noch machen. Von den Zaibatsus. Jetzt ist es natürlich so, wobei ich habe schon meinen Wagen hier, meinen Polizeiwagen. Den muss ich jetzt nicht nochmal holen. Und wenn doch, dann wüsste ich zumindest, wo ich den am besten herhole, am elegantesten. Aber ich glaube, es müsste auch jetzt so funktionieren. So kaputt ist der Wagen noch nicht. So, ich gehe jetzt hier hin. Schnapp die Mission und dann... Ach so, ja, nee, ich muss ja erstmal... Stimmt, ich muss ja den Wagen noch... Also diesen Van erstmal noch irgendwie finden. Ja, aber das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. So. Also. Firetruck Fun. So. So. Achso, da hätte ich doch auch sicherlich irgendwo, da gibt es doch sicherlich irgendwo, Moment, auch die Möglichkeit, irgendwie ein bisschen abzukürzen, oder? Man kann mir doch jetzt nicht sagen, dass das hier alles so zu ist. Es gibt eine Möglichkeit zum Abkürzen, wo ich aber erstmal ein bisschen Anlauf nehmen muss. In Ordnung. Ich nehme also Anlauf und... Geronimo! Yeah! Okay, und sie hassen mich auch nicht mehr. Solange ich zumindest nicht nochmal einen weiteren von ihnen überfahre. Das ist auch gut. So, ich bin... So, halt, stopp, Polizei. Gendarmerie, hallo, stopp. Wir sind zu dritt sogar da. Na, okay, meine Kollegen müssen gerade woanders hin, aber ich bin zumindest noch da. Tschüss, Kowski. So. Da. So. Okay. Oh, wie Leute hier wieder rumfahren. Unglaublich. Okay. Jetzt natürlich. Was macht ihr jetzt? Aufhören. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich natürlich ein bisschen vorsichtiger fahren, aber wenn die Leute komisch fahren. Dieses Spiel. Was passiert? Ach! Ach so! Na, das war jetzt ja auch interessant. Der Typ... Okay, jetzt wurde er überfahren. Vielleicht... Ne? Das ist jetzt so meine Vermutung gerade. Vielleicht war das auch vorhin der Fall, und ich habe mir das nur nicht so bewusst gewesen, dass der Typ sich ein Auto gestohlen hat und mir hinterhergefahren ist und mich deswegen überfahren hat. Kann auch sein. Das wäre natürlich eine interessante Möglichkeit. Und würde Sinn machen. So. Muss ich hier schon rein? Nee. Doch. Genau, hier ist es. Hier ist unser Feuerfahrzeug. Also ich müsste jetzt noch Wasserfahrzeug. Ja, kann man so Wasser versprühen. Kennt man ja auch manchmal so von der Polizei. Hoppla. Moment, ich muss hier durch. So, warum ich das auch letztes Mal noch nicht gemacht habe. Hallo?
Entschuldigung, ich muss hier durch. So. Soll ich vielleicht ein bisschen vorsichtig fahren, weil ich weiß nicht, ob ich den danach nicht noch wirklich direkt gebrauche. Und zwar un... Also ob der noch... Das denn, ich glaube, der wird nicht repariert dann. Oder wird er repariert? Oder benutze ich den danach noch? Ich weiß, dass ich so ein Gefährt irgendwann mal gebrauche. So ein Feuerwagen. Ach nee, jetzt überfahren die mich. Jetzt finden die mich doof. Das ist jetzt doof, nur weil ich habe doch nur einen kleinen Fehler gemacht. Moment, jetzt muss ich hier vorbei. Moment, nein, daran soll es jetzt nicht scheitern. Daran, dass ich ein bisschen mich verfahren habe. Ne, genau. So, okay, gut. Puh, okay. Auf geht's zu den Rednecks. Bei diesen sind wir auch gleich. Und mit denen sind wir sogar befreundet ein bisschen. Das heißt, umso besser. Dann werden die uns nicht sofort hassen. So, und jetzt 30 Leute. Da gab es doch einen Trick, genau. So. Nein, mein Feuerwagen brennt. Welch Ironie des Schicksals. Vielleicht sollte ich die auch mit dem Dings anbrennen und nicht einfach überfahren. Ich meine, wäre auch mal eine gute Sache. Oh Gott, das Auto brennt. Mega. Oh nein. Und sie werfen Molotov-Cocktails. Und bitte stirb. Ah! Wundervoll. Und ich sollte hier schleunigst verschwinden. Erstens wegen dem Auto, zweitens wegen den Leuten. Oh Gott. Ich muss hier irgendwie schnell weg. Irgendwie schnell weg. Und dann... Komm schon, das nächste Auto nehme ich einfach. So. Und weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. So. Und jetzt würde ich mal sagen, mache ich einen kleinen Ausflug wieder in das Cyber-2-Village. Zu den Village People. Und schau, was ich da noch irgendwie machen kann, weil ich noch ein bisschen, also ich möchte ein bisschen Unfug anstellen, jetzt, weil ich das kann. Aber ist es jetzt nicht auch so, dass... Moment, das muss ich überprüfen. Ist es nicht so, dass jetzt dieser Wagen hier bereitsteht? Das heißt, den könnte ich jetzt hier auch benutzen, oder? Nö, tut er nicht. Schade. Ah, beinahe alle von der Elvis-Gang geschafft. Nein. Praktisch ist jetzt nämlich, dass ich jetzt natürlich auch eine Menge mehr Punkte dafür bekomme, diese Sachen hier... diese Leute umzufahren. Allerdings scheine ich keine Pluspunkte bei den Wissenschaftlern dafür zu bekommen. Was ein bisschen bizarr ist. Ist doch ein Bug oder so. Ah doch. So. Wundervoll. Weil das sind nämlich die Leute, die ich ja dann letztendlich dann irgendwie ausschalten muss, damit ich wieder bei den Rednecks wieder ein bisschen was Besseres, wieder was gut habe. Es macht keinen Sinn, dass es so im Dreierdings läuft, im Dreiecksverhältnis. Aber es ist ein Spiel. Und es ist ein Spiel, das sich nicht so ernst nimmt. Das so ein bisschen, ja, arcademäßig ist, so ein bisschen... wir haben hier Punktzahlen, wir bekommen irgendwie Geld für Sachen und solche Dinge. Und ja, insofern, ja. Uah.
Ja. Insofern mache ich jetzt mal die zweite grüne Mission von denen. Ich möchte mich hier mal ein bisschen durchprobieren, durch die verschiedenen Missionen durch einfach mal. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht die letzte von den gelben Missionen, die letzte von Wissenschaftlermissionen auch noch machen will, weil die auch irgendwie so komisch geendet hat. Aber naja, so hier steht Science Fiction. Ich muss einen Pick abnehmen, der bei den Dings, bei den Rednecks rumsteht. Das ist natürlich eine hervorragende Idee. Nee, wisst ihr, was ich da zuerst mache? Da mache ich erstmal einen kleinen Ausflug zu den Wissenschaftlern erstmal, damit ich mich ein bisschen bei den Rednecks wieder einschleimen kann. Zumindest, dass die mich nicht mehr mit Molotow-Cocktails zuhauen, zuwerfen. Wie sie es vorhin ja schon angefangen haben. So, also gehe ich mal kurz hier hin. Ja, hallo? Upsa. So. Ups. Und Hallöchen. Na? Na? So. Na, das finden die schon besser jetzt. Ich sollte allerdings mich ein bisschen bedeckt halten.